Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch eine kleine Verpackung basteln und zwar ist es mein kleines Dankeschön an meine Sammelbesteller. Ich mache einmal im Monat immer eine Sammelbestellung. Wenn ihr Interesse daran habt, meldet euch gerne bei mir. Ihr findet meine E-Mail-Adresse unten in der Infobox und da könnt ihr mich gerne anschreiben. Und ja, ich habe hierfür das Produktpaket handgemalte Blüten hergenommen. Und ja, ich finde das wunderschön von den Blüten. Und ja, wie ich das Ganze jetzt gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Die Maße in Inch wie in Zentimeter findet ihr wie immer auch unten in der Infobox. Und ja, dann legen wir mal los. Ich muss mal gucken, dass ich hier ein wenig Ordnung hinbekomme. Und zwar brauche ich jetzt zunächst mal ein Falzbrett. Ich habe mir meine Sachen schon vorgeschnitten, dass es nicht ganz so lange dauert. Und ja, nehme jetzt mein Stück Papier. Jetzt muss ich übrigens mal gucken, ob ich es überhaupt vorgeschnitten habe, bevor ich so große Töne spucke. Nee, natürlich nicht. Das eine nicht, das andere schon. Also, jetzt muss ich doch meinen Papierschneider holen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja. Also das Grundstück ist 3,5 mal 8,5 Inch. Wie gesagt, ihr findet die Maße unten in der Infobox. Das ist jetzt noch ein Reststück. Und das Ganze wird an allen vier Seiten bei einem Inch gefalzt. So, das lege ich gerade an die Seite und nehme mir mein Stück Klarsichtfolie her. Das hat die Größe 6 x 6,5 Inch. Und ihr legt es bitte an der 6 Inch Seite an, ganz wichtig, und falzt es auch bei einem Inch. Rechts und links, also einmal bei einem Inch und einmal bei 5 Inch. So, das war's schon. Und jetzt nehme ich mir die Folie und knicke die jetzt einmal an der Falzlinie mit den Händen nach und gehe dann mit dem Falzbein drüber. So, und über meinen kleinen Boden gehe ich auch mit dem Falzbein drüber. So, dann brauche ich jetzt meine Schere und schneide mir jetzt hier gerade nach unten und schneide mir noch kleine Ecke raus. Und hier auch. So.
So. Dann brauche ich jetzt mein Klebeband und meinen Kleberacrylblock und mache mir jetzt hier an die Laschen Klebeband. Und die Verpackung ist richtig schön sommerlich. Ich habe jetzt hierfür Bonbon Rosa hergenommen. Und da ich jetzt gerade mit Klebeband arbeite, kann ich mir hier jetzt auch. Dafür nehme ich mir allerdings Sticky Tape her, damit es richtig festhält. Ich könnte es aber allerdings auch mal mit unserem Klebeband probieren. Schauen wir mal. Ob es gut hält. Und mache mir jetzt hier an die Innenseiten praktisch Klebeband drauf. Das ist jetzt der ultimative Test für unser Klebeband. Und auf die andere Seite auch. Oh, jetzt habe ich drüber geklebt, aber zu lange drüber gezogen. Aber das ist, wenn man das weiße Papier hier drunter hat, eine Klarsichtfolie. Und dann ein wenig Blindes. So, jetzt gehe ich mit meinem Papierfalter hier nochmal drüber, dass das richtig gut angedrückt ist. Und dann nehme ich meinen Picker her. Beziehungsweise nein, ich muss jetzt erstmal meine Schachtel zusammenkleben. Das mache ich als erstes. So, als erstes. Klebe ich die Schachtel zusammen. So, und das Ganze klebe ich jetzt hier an den Seiten zusammen. Und gehe mit dem Falzbein hier nochmal an den Laschen drüber, damit es richtig schön fest ist. So, dann kann ich das jetzt schon mal befüllen. Ich hoffe, dass mein Mann hier, ja, der war nämlich gerade an der Schachtel hier und hat ein wenig rausgenascht. Und die fülle ich mir jetzt hier ein. Und dann kann das kurz an die Seite. Jetzt nehme ich meine Klarsichtfolie her und habe mir hier noch einen Boden zurechtgeschnitten. Und den klebe ich jetzt hier ein. Ich nehme jetzt hier mein
Trägerpapier runter. So. Und jetzt nehme ich meinen Papierstreifen und lege den hier an der Kante an, wo die Falzlinie ist. So, und klebe mir das Ganze hier dran. Gehe mit dem Falzbein hier drüber. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe es nicht richtig getroffen. Haha. Ja, ist nicht so schlimm. Also guckt, wenn ihr es anlegt, dass ihr gerade seid. Und jetzt mache ich mir das hier unten an die Falzlinie. Das ist ein wenig Geduldarbeit. Aber mit Geduld und Spucke, ihr wisst ja, so, und dann gehe ich mit dem Falzbein jetzt hier drüber. So, jetzt brauche ich noch ein Stück Designerpapier. Das hat jetzt die Länge von 6 Inch. Und ihr könnt das natürlich so breit machen, wie ihr das wollt. Ich habe das Papier auch noch nicht so recht geschnitten. So viel mal zum Thema. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe mein letztes so 2,5 Inch gemacht. So Pi mal Daumen, was mir so gefallen hat. Das ist jetzt ein Stück Designerpapier aus dem Papierset Eisdiele. Das habe ich hier noch rumliegen. Und ich fand, das passt hier gut dazu. Das ist so schön sommerlich gestreift. Und da mache ich mir jetzt hier unten und oben auch ein Stück Klebeband drauf. Einmal hier. Und einmal hier. Dann mache ich mir mein Klebeband hier ab. Und positioniere mir das so relativ mittig. Das lege ich mir hier einfach an und falte mir das Ganze hier rum. Und klebe mir das hier zusammen. So. Und dann nehme ich meine Box und mache mir das Ganze hier rein.
Und jetzt dekorieren wir das Ganze noch. Ich habe jetzt hier noch ein Stück Aquarellpapier. Und darauf stempel ich mir jetzt hier meine Blume. Das Ganze stempel ich mir jetzt mit Stess-On, weil ich noch relativ viel Wasser mit drauf mache. Und zwar... nehme ich jetzt hier Farbe auf. Und ihr müsst bitte schauen, wenn ihr mit Stess-On stempelt, mit Klarsicht stempeln, bitte reinigt anschließend gründlich eure Stempel. Und zwar bitte direkt, weil das die Stess-On-Farbe kann die Klarsicht-Stempel angreifen. Also bitte, wenn ihr mit Stess-On stempelt, ihr könnt das super gut machen. Allerdings nehmt bitte den Stess-On-Reiniger und macht es direkt sauber. Und dann habt ihr ganz, 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 ganz lange Freude an euren Stempeln. So, jetzt stempel ich mir das Ganze ab. So, und jetzt nehme ich mir gleich meinen Stess-On-Reiniger her und der hat so ein kleines Schwämmchen. Da gehe ich jetzt hier drüber direkt. Und ich gehe mit meinem, ich habe immer ein Mikrofasertuch hier liegen zum Stempeln und gehe jetzt hier über meinen Stempel drüber und nehme mir das alles hier runter. Jetzt habe ich mir das Ganze hier abgestempelt und jetzt werde ich mir meinen Stempelblock hernehmen. Und werde mir jetzt hier die passende Blüte auf den Stempelblock machen und mein Stempelkissen in Bonbon Rosa. Und nehme mir meine Farbe auf und nehme mir noch meine Stempelmatte hier unten drunter. Und nehme meinen Stamping Spritzer her. Hier ist Wasser drin. Und gehe jetzt hier einmal auf den Stempel drauf. So zweimal. Und stempel mir das Ganze jetzt hier auf meine Blüte drauf. So. Dann mache ich mir den gerade sauber. Dann kommt die kleinere Blüte. Da mache ich das genauso. Einmal Farbe aufnehmen. Einmal Wasser drauf spritzen. Und stempel mir jetzt hier die Blüte. Hier rein. So. Oh, entschuldigt bitte. Brot. Einmal an die Kamera dran gestoßen. Dann habe ich hier jetzt noch zwei Blätter. Und die stempel ich jetzt mit Lodengrün. Ich mache zunächst die großen. Ich mache mir das kleine Blatt jetzt hier mal runter. Und nehme mir jetzt hier die Farbe auf. Spritze auch hier jetzt einmal drauf. Und stempel mir
Das hier drauf. Und das Ganze nochmal. Und einmal hier drauf. Und noch einmal hier drauf. Und dann brauche ich das Kleine noch. So. Jetzt nehme ich meine passende Stanze dazu her und kurbel mir das fix durch meine Big Shot, beziehungsweise nicht Big Shot, ist es ja nicht mehr, meine Präge- und Stanzmaschine oder auch Big Shot, was ihr zu Hause habt. Und lege mir das Ganze jetzt hier drauf. Nehme mir ein Stück Washi-Tape, das habe ich immer an meiner Mini kleben, fixiere mir das hier ein wenig und kurbel das fix durch. So, und fertig ist die Blüte. So, das kann jetzt auch weg. Mein Acrylblock kann weg. Mein Spritzer darf weg. So, dann habe ich mir aus den Stanzen, wenn ich nicht immer alles so oben drauf werfen würde, aus den Stanzen Anhänger nach Maß, habe ich mir hier das kleinste Label ausgestanzt und zwar auch in Aquarellpapier und habe mir aus dem Reststück in Bonbonrosa noch den kleinen Verstärker hier drauf ausgestanzt und das Ganze klebe ich mir jetzt auf mit ein wenig Tombow. Und das Ganze klebe ich mir hier drauf. So. Dann habe ich hier jetzt noch mein Danke. Das stempel ich mir jetzt auch in Bonbonrosa auf. Ich brauche jetzt doch noch mal meine Stempelmatte. So. Und das Ganze klebe ich jetzt mit Dimensionals noch hier drauf. Ich nehme mir aber vorher noch aus dem Kordelpaket, Kordel Basics im Set, nehme ich mir noch weiße Kordel her.
und schneide mir jetzt meine Bänderschere und schneide mir jetzt zwei gleich lange Stücke ab. Und das Ganze ziehe ich mir jetzt hier durch. Ich nehme ja hierfür immer gern, ich habe so eine ganz spitze Pinzette hier. Und dann schiebe ich mir das hier durch, das geht dann schneller. So, und ziehe mir das hier durch. Dann brauche ich, wie soll es auch anders sein, Dimensionals. Und klebe mir jetzt hier zwei auf. Mache mir hier oben ans Blatt noch eins. Und klebe mir das Ganze hier drauf. So, und das Dankeschild kommt hier so ein wenig unten drunter. Das ist jetzt hier von der Kordel zu lang. Das passe ich noch mal ein wenig an. Und dann nehme ich jetzt meine Mini-Dimensionals her. Und mache mir hier hinten auch zwei drauf. So. Und fertig ist mein kleines Danke an meine Sammelbesteller und ich hoffe, die Box gefällt euch und macht euch Lust aufs Nachbasteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis bald wieder. Tschüss!